Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von Michas Steine. Ich bin Micha und heute geht es ums Haunted House, das Set Nummer 10273 mit 3231 Teilen. Und das Set ist groß. Es ist ziemlich groß, weil es ist ein Freefall Tower und es macht nur Sinn, einen Freefall Tower zu haben, wenn man auch ein bisschen fallen kann. Deswegen schauen wir mal. Es geht immer noch weiter, es geht immer noch weiter, es geht immer noch weiter, es geht immer noch weiter und wir sind ganz oben angekommen. Und hier kann man die Leute sehen durch eine Tür, die aufgeht, wie sie darauf warten, runterfallen zu können. Das Set beinhaltet 10 Figuren und hier auch einen Rollstuhl und natürlich den wichtigen Teiletrenner. Wenn man das Set auseinander nimmt, was ich auch schon mal gemacht habe, ist der tatsächlich hilfreich. Man braucht aber vielleicht sogar einen zweiten. Ist, könnte man sagen. So, das Set ist voll mit irgendwelchen Anspielungen auf alte Sets oder anderes. Männer von Baron. Der gute von Baron ist aus den 90ern. Und, er ist nicht dabei, deswegen einfach nur mal so kurz hier ins Bild gehalten. Der ist aufgetaucht bei den Adventurers und bei den Dinojägern. Waren immer dieselben Charaktere dabei. Und ein cooler Charakter, so ein bisschen für Indiana Jones ohne Lizenz als Antagonist. Ja, das Gebäude kann man aufklappen, deswegen ist es definitiv kein Modular-Bild. Weil die kann man ja immer nicht so aufklappen, sondern anders. Und da haben wir ein Bild vom Baron von Baron in der großen Halle, das man übrigens, wenn man es zuklappt, eigentlich gar nicht sehen kann, weil es hier auf eine Wand geht. Naja, es ist ja wichtig, wenn man es aufgeklappt hat, weil dann kann man es wunderbar sehen und wo war es? Ah, genau da. Wenn man außen auf ein Schild drückt, geht ein Leuchtstein an. Und man sieht ein Skelett auftauchen. Fluch des Pharao. Ein Pharao. Ja, auf jeden Fall eine Mumie. Ja, also da gab es auch ein Set, wo ein ägyptisches Grabmal ausgenommen wurde. Darauf wird ein paar Mal angespielt. Hier sehen wir ja auch noch so eine Anubis-Statuen bei dieser wunderschönen Orgel, die aus gefühlt der Hälfte der Teile des Hauses besteht. Und dann haben wir hier noch so Geister und ägyptische Obelisken und Zeugs, das man da sieht. Hier haben wir noch so eine Pharaonenmaske. Da hängt ein Skelett. Hier haben wir dann die Eingangstür. Kann man auch öffnen. Auch von außen. Auch von außen? Zum Durchgang. Ach stimmt, hier ist ein Drehteil, damit man das öffnen kann. Ja, sehr schön gebaut. Und das Set besteht halt wirklich aus sehr vielen Steinen. Hier nochmal so ein kleiner Kronleuchter. Wahnsinnig viele Details drin verbaut. Bei nicht allen Anspielungen weiß ich, woher sie kommen. Und es gibt halt hier diesen Aufzug, wo man per Kurbel, man kann aber auch einen Motor einbauen, aber der wird nicht mitgeliefert, ist also selbst zu machen. Da kann man so einen, da kann man Leute hochziehen in so einer Kabine und wenn man dann noch ein Stückchen weiter kurbelt, dann fallen sie runter und werden hier unten durch diese Räder gebremst, damit das nicht ganz so bumsig ist. Ja, das ist eine sehr coole Funktion, wo ich allerdings sagen möchte, man macht es dann, wenn man es aufgebaut hat, 2-3 Mal und dann denkt man sich so, ja gut, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es gesehen. Also, aber das ist bei vielen von so Funktionen einfach so, dass man sich dann denkt, was soll denn das? Lustig finde ich auch solche Details wie das hier ein Fotoapparat angebaut ist, wahrscheinlich um ein Action-Foto von den Leuten zu machen,
wie sie da runterfallen. Das ist doch einfach mal ein lustiges Detail. Ja. Und wie gesagt, auf der Rückseite gibt es eine Kurbel. Wenn man da kurbelt, dann fährt hier die Kabine hoch und hier oben macht sie die Tür auf. Und zack, ist sie schon wieder unten. Ja, das ist natürlich ein wunderbarer Spaß. Genauso wie, wenn man hier oben guckt, dieser Turm. Der besteht aus unheimlich häufig den gleichen Fensterbereichen. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Manko an dem Set. Man baut das gefühlt 100 Mal und es macht nach 20 Mal keinen Spaß mehr. Aber ansonsten hat das Set schon was und vor allem, wenn es aufgebaut ist, sieht es schon auch ja, nach was aus. Gut, das ist ja auch eine ganze Menge. Das Ding ist definitiv über einen halben Meter hoch. Da hat man schon auch was von. Aber kostet inzwischen auch 300 Euro. Oder ja, vergünstigt kann man es bei den ein oder anderen Händler vielleicht sogar noch für 250 bekommen, aber drunter ist es wohl schwierig, neu zu haben. Gebrauchtmarkt weiß ich gerade nicht, wie es steht. Ja, ist es eine Kaufempfehlung? Das hängt wirklich sehr davon ab, wie man so drauf ist und wie viel Platz man hat. Aber wie gesagt, es braucht schon Platz. Also die Grundfläche ist nicht so groß, aber nach oben braucht es wirklich Platz. Und ja, 10 Figuren dabei. Die sind aber eigentlich jetzt nichts so Besonderes. Da ist nichts Exklusives bei, würde ich sagen. Ja, cool sind natürlich wieder, dass hier im Set tatsächlich alles Prints sind, keine Sticker verbaut sind. Hier so auf dem Grabstein oder hier so Ornamente. Und auch drin so ein paar Anspielungen. Hier drin gibt es so eine Steuerung. Das sind so aus Base bekannte Teile. Die Blacktron-Steuerung oder auch die vom klassischen Space bekannten Lüftungssteine, möchte ich mal sagen. Ja, und sehr, sehr viele Totenschädel sind verbaut. Und ja, wie gesagt, hübsches Ding. Aber es gibt so ein paar Teile da dran, die beim Bau dann nicht so den Spaß machen. Und dieser Abschnitt gehört auch dazu. Also, ich weiß nicht, aber die Orgel ist die eine Hälfte und diese Randsteine aus rund einer Plates und einmal eins Steinen bilden die andere Hälfte und das dazwischen ist kaum erwähnenswert. Es sei denn, es ist ein Fenster. Ja. Trotzdem macht es so doch, würde ich mal sagen, am Stück einen guten Tag Spaß, das zu bauen. Und ja, dann vielleicht gleich noch ein Slow-Mo vom Fallen und damit bis zum nächsten Mal. Happy Halloween. Happy Halloween, die Leute gucken das doch, wann sie wollen. 68 cm.